Das war das erste Kapitel. Und jetzt sind wir endlich mal dort, wo es für mich neu ist. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Okay. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Naja. Der Planet geht vor. Ich weiß nicht, ich glaube, die Stadt hat schon einiges abbekommen. Was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. So, Barrett ist wieder aus der Party raus. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Und ich schau mal da hinten nach, ob es irgendeine Kiste gibt. Wahrscheinlich nicht, oder? Schaut nichts aus. Ach, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Das ist ein Kraftwerk, keine Kunstinstallation, hallo? Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Ja, Jesse ist, wie Thunder im Chat schon erzählt, grübelt sehr stark nach, was ich nicht falsch gemacht hat könnte. Wir wissen natürlich, dass sie nichts falsch gemacht hat, aber... Waren das gerade meine schlotternden Knie? Das bringt dir nichts. Ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdichtung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Ja, Jesse ist super im Junge, Remake. Junge, mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Wedge hat schon wieder Hunger. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Da geht's nicht weiter. Dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche. Dusche. Ich bei dir. Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Ja, hoffentlich wird die nicht auch zu groß, ne? Köpfe einziehen! Das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist kein Verlass. Geht's. Los, weiter. Auf die gute Jessie ist Verlass. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Oh. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Hey. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Die Kohle! Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub! Ach.
Okay. Erstens mal hier Kiste. Zweitens, wie Thunder schon im Chat erwähnt hat, das sieht hier aus wie ein Krisengebiet. Das ist auch richtig so. Und ich glaube, Barrett hat jetzt die Antwort darauf, ob die Stadt etwas abbekommen hat. Nämlich ganz schön viel sogar. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteil. Wir treffen uns im Zug. Bis später. Und hier ist auch die... Hey. Okay. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Und hier ist auch die... Die Geschichte divergiert hier schon am meisten von Final Fantasy VII vom Original. Weil wir hier nicht einfach nur Richtung Station laufen, einmal RF begegnen und dann sind wir dort. Und das Kapitel ist relativ lang sogar, also so wie ich das gesehen habe. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Okay. Sowas hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Im Hintergrund explodiert das Haus. Oh oh. Nur die starken. M&M's. Riesen M&M's. Weil sind leider nicht die gelben. Du dazu gehörst. Sind die grünen. Die sind nicht so gut. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Ah, okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Material-Tutorial. Genau. Schauen wir uns das kurz an. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so schwierig sein wird. Material einsetzen. Okay, und dann können wir Slots auswählen und einen Slot auswählen und die Material auswählen. Eh klar. Heilen lässt uns Vita zaubern, beziehungsweise Vitra, dann Regena und Vitaga. Vorgleich eingesetzt, Tutorial ist beendet. Wir können uns noch Feuer anschauen. Stufe 1 Feuer, Stufe 2 Feuer, Stufe 3 Feuer. Schauen wir mal, was das für Status-Effekte hat. Also Feuer gibt mir plus 1 MP. Und Heilen gibt mir auch plus 1 MP. Ja, ja. Kommt Post, oder wie? Okay, ja. Post kommt später. Okay, also zwei Slots, alle zwei Slots belegt, einmal mit quasi Heilen und einmal mit Feuer. Das hier komischerweise Glut heißt. Interessant. Nicht. Weil im Original hat, glaube ich, die Materia auch Feuer geheißen und wir haben Feuer damit gezaubert. Ist vielleicht etwas komisch, aber. Ist auch cool so. Gut, das war's jetzt vorerst einmal eh. Setz sie ein, wenn's plötzlich wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, danke später. Einmal Äther und zweimal Supertank. Was ist ein Supertank? Wo sind die Gegenstände? Heilt 700 TP. Ah, das ist ein... okay. Squall sagt gerade, dass die Materia in Originalspiel Hitze hieß. Bist du sicher? Okay. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Egal, Supertanks sind offenbar die Heiltränke. Ja, ist ein Heiltrank, ja. Also ein normaler Trank heilt 350, Heiltrank heilt 700. Der Rest ist ziemlich selbsterklärend. Ist da eine Kiste hinten? Nein, oder? Wir sterben doch nicht, oder? Stimmt's, dass noch ein Zug zu den Slums fährt? Okay. Was machen wir, wenn der Boden einbricht? Ja, schnell weggehen von hier, oder? So, schauen wir mal auf die Karte, wo wir hin müssen. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Cool. Ah, in der PC-Neuauflage war es dann Hitze. Das haben sie geändert? Oh. Ausschauen sind sie hier wahnsinnig cool. Also, das ist wirklich ein totales Katastrophengebiet, wie Thunder schon gesagt hat. Was ist das? Mrs. Arcade? Okay. Ah, Geld. Direkt vor der Spielhalle. Liegt eine Kiste mit Geld. Wenn das kein Zufall ist. Weiterhin sind verdächtige Personen, Gegenstände oder Vorgänge umgehend der Sicherheitsbehörde beziehungsweise dem Hauptquartier der Garde zu melden. Cloud! Hier lang! Hier oben! Pass auf! Der Schutt ist ziemlich bröckelig! Nach oben kommst du über die Treppe dort, okay? Okay. Eine Sprengung in Mathe Reaktor 1 ausgelöst. Ich wurde
Kiste, Kiste, Kiste. Wir haben schon 5 Handgranaten. Die werden wir auch verwenden. Gott. Explodiert noch immer alles. Was? Was ist denn? Ah. Richtig. Im Original hießen die Materials ja eigentlich Substanz, ne? Ja, stimmt. Das wurde auch umbenannt in der PC-Neuauflage vor 3-4 Jahren, ne? Der Bahnhof steht. Ah, Bahnhof. Cool. Okay, so viel zu dem Thema. Was zu? Ich glaube nicht, dass sie den Namen hier nochmal ändern werden für den PC-Port. Genauso wie sie bei Final Fantasy 15 quasi nichts mehr geändert haben am PC-Port. Abgesehen davon, dass der neue Content quasi automatisch inkludiert war. Oh oh. Das ist. Ja, das ist natürlich Nibelheim. Oh Gott. Der Mantel ist cool. Der ist gar nicht glatt, der ist so richtig gemustert. Wow. In. Ja, Nibelheim. What the fuck? Das ist kein Flashback, oder? What the fuck? Also, gemusterte Mantel ist so geil. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt los ist, warum das. Also, wir wissen natürlich, die Geschichte hier ist nicht 1:1 das, was im Originalspiel passiert, sondern. Einige Sachen weichen drastisch ab. Ja, dass er so groß ist, wusste ich schon. Aber dass der Mantel so cool ausschaut, wusste ich nicht. Weil in Advent Children sieht der Mantel auch nicht so cool aus, oder? Der ist ja glatt, schwarz glatt, oder? Träume ich? Gott. Das ist übrigens. Teile von dem sind. Das sind die Häuser aus Nibelheim. Die stehen hier mitten in. Die stehen hier mitten in Midgar herum. Das ist. Ja, er träumt nicht, der ist einfach nur komplett. Das sind die Marco-Drogen. Die Marco-Drogen. Na, wo ist er jetzt? Er ist so richtig. Er ist so richtig groß. Warte! Wo ist er jetzt? Den Mantel online finden wäre ein Traum. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich zu klein dafür. Sieht nicht so cool aus, wenn man nicht so groß ist. Oh. Unmöglich. Du bist. Außerdem habe ich zu kurze Haare. So. Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Mutter. Mutter. Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Ja, was? Was? Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg.
Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Ja! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Okay. Also das ist neu, ne? Du sollst mich nicht vergessen, kommt eindeutig aus Advent Children, ne? Aber es geht darum, dass... Ganz verstanden habe ich es auch noch nicht, aber es geht nicht darum, dass... Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Ja, zu viel Marco abbekommen, das ist der Grund. Weiter. Du bist nicht geisteskrank, es war nur die Drogen. In Advent Children geht es ja darum, dass Sephiroth nur deswegen zurückkommen kann, weil sich Leute an ihn erinnern, ne? Und wenn sich Leute nicht mehr an ihn erinnern, dann ist er quasi... Dann stirbt er quasi, oder dann stirbt er komplett aus, ja? Und... Vielleicht kommt es daher. Vielleicht wollen sie das irgendwie so zurück einführen in die Originalstory. Weil das ist, glaube ich, im Originalspiel nicht so wirklich vorgekommen. Stürzt bestimmt wieder was ein. Ja. Über diesen Schutt komme ich doch niemals rüber. Das muss ein schlimmer Albtraum sein. Gott, das ist wirklich nicht so toll hier. Meine Familie wartet am Bahnhof auf mich. Vielleicht komme ich über die Trümmer. Die Gebiete darunter wurden zu Gefahrenzonen erklärt. Oh Gott, die Kinder. Das ist okay. Gott, das macht das Ganze nicht einfacher, die zweite Mission anzugehen. Denk doch bitte jemand an die Kinder. Renzo, spielst du auf Englisch oder Japanisch? Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Nicht so geplant. Wow, der ist komplett im Arsch, der Reaktor, ne? Er spielt Englisch, okay. Ich wiederhole. Nachdem das nicht das einzige Mal sein wird, dass ich das spiele. Wir sollten wenigstens die Kinder in Sicherheit bringen. Nein, wir fliehen zusammen. Genau. Ohne euch gehe ich ganz sicher nirgendwo hin. Leute. Ich auch nicht, Mama. Bitte haut's ab. Bitte haut's ab. Das darf nicht wahr sein. Die Diskussionen können bis nachher warten. Der Weg dort führt in eine Seitengasse. Und durch diese Gasse kommt man zum Bahnhof. Okay, danke für... Danke, lebende Landkarte. Pharmacy. Ah. Also, wenn sich jemand das Digital Foundry Grafik... Review-Video angesehen hat, weiß man schon, dass Final Fantasy VII dann in der Mitte einige Schwächen hat in puncto Grafik. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht aussieht, sondern nur, dass man merkt, dass es immer noch auf einer Konsole läuft, die 6 Jahre alt ist. Aber abgesehen davon sieht es wirklich, wirklich, wirklich gut aus. Okay. Oh, Loveless Allee. Wo ist das Theater? Nicht irgendwo hier sein sollen? Ja, Stadt ist. Also Midgar selbst ist wirklich gut modelliert. Wirklich gut modelliert. Oh, Gegner. Hm? Gehen wir vielleicht mal. In welche Richtung wollen wir gehen? Gehen wir mal daher. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Also auch schon wachen. Oh, keine Ahnung, gehen. Okay. Die Musik jetzt laut genug? Vielleicht noch. Wie war in der letzten Stunde die Musik? War sie zu laut, zu leise? Oder weil jetzt kommt sie mir etwas leise vor. Wobei. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Okay. Thunder sagt, es passt, also wird schon passen. Sag mal, es wird Zeit, dass... Du kannst niemanden beschützen.
Nicht mal dich selbst. Ich muss mich etwas an die Stimme von Sephiroth gewöhnen. Hey, alles in Ordnung? Die Stimme ist gut. Ja. Hier. Für dich. Hä? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Okay, hier können wir uns aussuchen, ob wir die Blume kaufen oder nicht. Im Endeffekt bekommen wir sie automatisch, also bekommen sie auf jeden Fall. Aber wir haben da im Discord einen Poll gehabt, ob wir sie kaufen sollen oder nicht. Und der Poll ist ausgegangen 6:1, dass wir die Blume kaufen sollen. Das heißt, kostet wahrscheinlich nur eine Gil, oder? Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Okay. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Oh, okay. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Was? Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Der Dialog ist komplett anders auf Englisch. Komplett anders. What the fuck? Ja, die Dinge kennen wir schon aus dem, was Square selbst gespoilert hat. Das sind die Wächter des Schicksals. Leg die Waffe hin! Sehen die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Hey! Viel Glück! Okay. Ich meine, ich brauche kein Glück, ich brauche nur Granaten. Leg die Waffe hin! Langsam! So, Handgranate. Auf den am besten. Okay, die Granate bringt's wirklich. Das ist das Loveless Theater, oder? Studio White. Das ist das Theater, wo Loveless spielt, genau. Da bist du ja. Was? Haben wir dich endlich. Ja. Komm von der Konzentration. Wir haben den Gesetz entdeckt. Bis hier und hier. Wir brauchen Verstärkung. Los geht's. Ich wiederhole. Ja. So einfach geht das. Moment, ich bin jetzt etwas verwirrt. Also, langsam. Wo waren wir vorher? Da. Gibt's da noch nichts zu sehen? Können wir da jetzt... Ich würde schon... Ah, genau, da können wir jetzt hergehen. Okay. Hey, du da! Ich bin bereit. Es ist aus. Hey. Genug. Komm her zu mir. Soll ich Magie verwenden? Ja. Keine kommen. 900 Schaden fast. Sehr gut. Okay. Was ist doch was gelegen hier? Das ist Materia. TP Boost. Sehr gut. Den wollen wir uns dann auch gleich verwenden wahrscheinlich. Oder? Was ist Materia? Wir brauchen ja nicht beides. Deswegen lassen wir den TP Boost mal. Wobei TP Boost ist später sicher super easy, um Kämpfe besser zu bestehen. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit mitnehmen, ist das sicher was Tolles.
Nehmen wir mal heilen, nicht mit. Ich wiederhole. Ja, du musst mal gegen Heil austauschen. Irgendwie Tränke auch. Ich wollte nicht Tränke nicht verbrauchen. Machen wir es mal so. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Feuer brauchen, um mit den ganzen Hunden und später auch anderen Shinra-Soldaten fertig zu werden, weil alle lebenden Wesen sind gegen Feuer relativ anfällig. Das heißt, alles, was irgendwie kein Roboter ist oder irgendwelche Drohnen oder so, sind in der Regel gegen Feuer anfällig. Sie ist da hingelaufen, oder? Schauen wir mal. Das sind auf jeden Fall mal Kisten. Außerdem, wenn wir hin und wieder... wenn wir hin und wieder Feuer verwenden, ist das ganz okay, weil wir können es durch die Kisten eh heilen. Noch ein Heiltrank, sehr gut. Also, hier können wir nicht nachlaufen, sehr gut. Ah, da vorne ist noch eine Materia. Gar nicht gesehen vorher. Was ist das? Ich glaube, von der habe ich schon gehört, das ist, Ausweich-Rundumschlag anwendbar. Der Standardangriff direkt nach dem Ausweichen wird zu einem Flächenangriff. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich brauchen werde. Weil ich werde nicht... Das Problem ist, dass es in Final Fantasy VII nicht möglich ist, mit Ausweichen-Angriffe komplett zu vermeiden. Also es gibt keine sogenannten Invincibility-Frames. Das heißt, Animationsschritte, wo man komplett unverwundbar ist und quasi mit Ausweichen quasi komplett irgendwie Schaden vermeiden kann. Das ist in Final Fantasy VII gar nicht der Fall. Das heißt, Ausweichen an sich ist nicht so stark wie in Kingdom Hearts zum Beispiel. Ich werde jetzt nochmal TV-Bus drinnen lassen, auch wenn es eine eher passive Materie ist. Ah, da gibt's noch Gegner. Nichts zu vermelden. Bleib wo du bist, bis hier uns weiter. Kommt's her. Komm. Wird's bald? Der Feind ist geschwächt. Sieh der, ja. Verzieh dich! Hab alles im Blick. Komm. Es ist auf. Versuch's doch. Mehr zu mir. ...1178. Okay. So macht das Spiel Spaß. Wenn man ungefähr weiß, wie es funktioniert. Kraft... Oh, das ist natürlich was Tolles. Gleich ausrüsten. Da ist der Kraft drauf. Genau. Gibt physische Attacke plus 2 und Stärke plus 1. Auch. Ja, da sind wir gut unterwegs. Moment, ich muss mal den Chat wieder. Also TP Plus ist das neue HP Plus, weil Trefferpunkte, also HPs heißen jetzt Trefferpunkte, weil Health gibt's auf Deutsch nicht, deswegen gibt's nur Trefferpunkte und das kommt aus dem D&D, wo das auch mit Trefferpunkten übersetzt wurde. Hoppla, so. Und das heißt, ein HP Plus wird zu einem TP Boost. Das ist die gleiche Materia, genau das. Sie macht genau dasselbe wie früher, aber sie kann natürlich. Sie heißt natürlich anders jetzt. Okay, wo müssen wir hin? Die Richtung, ne? Da müssen wir her, ja. Wir sollten alles geholt haben, das heißt, hier geht's weiter. Ich bin da. Nicht! Greif ihn aus! Du entkommst doch nicht! Der Feind ist geschwächt! Machen wir Wachhund gleich mal. Okay. Viel gesichtet! Ich wiederhole! Na, da sind sie. Oh, wir sind ziemlich. Wir sind ziemlich im Arsch. Ich wiederhole. Dies ist eine Durchsage des Finra-Katastrophenschutzes. Aktuell sind auf dem Himmel ohne
Haben wir jetzt noch Gegner oder nicht? Es wird noch Gegner kommen, oder? Komm, nochmal. Yes. Easy! Alle Fluchtwege gesichert! Da sind Umgehensverstärkung von allen Truppen in der Nähe! Bereit! Meldung vom Rundkampf! Hier bitte Verstärkung! Bis hier und weiter! Ich bin bereit! Bis hier und weiter! Okay. Synchronpirouette, ja. Frontalangriff ist zu gefährlich. Ob es sonst noch einen Weg gibt? Ich gehe am besten über die Dächer. Okay. Oben ist es wohl am sichersten. Ich hätte es ja. Ich würde noch gerne wissen, ob ich hier noch was finden kann, was ich vergessen habe. Ausschwärmen! Er darf uns nicht entwischen! Aber ich glaube nicht, oder? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ah, da sind Chinatisten. Da ist ein Zelt, wo man nach hinten gehen kann. Das heißt, hier ist vielleicht etwas. Das ist auch nichts. Okay. Schade. Also ich glaube, wir haben hier alles abgegrast. Und ich ein P heilen. Ist die Frage, ob ich nicht jetzt statt... Ich hätte wirklich noch einen gerne einen zusätzlichen Slot. Damn it! Ich würde gerne TP Plus und Heilung gleichzeitig verwenden. Wie viel haben wir da jetzt bekommen für das Ganze? 39 von 500 ist schon einigermaßen. Das zahlt sich schon aus, wenn wir es jetzt drinnen haben. Da drüben! Hey! Feuer frei! Hey, weg! Das war knapp. Ja. Schnell weg hier. Der Gesuchte bewegt sich offenbar in Richtung Wohnviertel. Regelt alle Zugänge ab! Da drüben ist der Mistkerl! Darf keine Zeit verlieren. Ja, Zeit genug, um die Kiste aufzumachen. Oh! Ja, also, wie ist das mit dem zusätzlichen Slots. Ja gut, genau da ist er nämlich. Da werden wir jetzt den Heil rein tun, dann passt alles. Also so habe ich mir das vorgestellt. Wo geht's hier weiter? Ah, da unten ist die Kiste. Da unten ist eine Leiter. Schnell. So. Da gibt's nichts, sehr gut. Der Kerl ist gefährlich, los geht's. Es ist aus. Hier zeige ich. Weg. Zuerst den. Okay, das gibt gleich noch einmal auf. What the fuck? Ich wusste natürlich, dass der, wenn ich auf das Schild klopfe, dann haben wir es vorgesehen, dann komme ich nicht durch, also. Kein Entkommen! Keine Chance. Bis hier und noch mal. Genug. Weiter geht's. Also die einfachen Gardisten sind viel zu anfällig auf diesen super tollen Angriff von mir. Also das ist fast schon etwas zu langweilig. Aber macht ja nichts. Oh, der Zug. Das ist das, was man gesehen hat. Das ist übrigens ein Plakat für Stamp. Das ist eine Comicfigur im Final Fantasy Universum, Final Fantasy 7 Universum. Und Stamp ist so ein Armee, wie ist Beagle, das ist ein Beaglehund und der hat bei der Armee dabei und da gab es in echt, in der amerikanischen Armee auch einen Hund, der irgendwie Stamp hieß und der irgendwie so das Maskottchen der Armee ist und der ist immer treu und anhängig und befolgt immer das, was ihm sagt, das ist ein guter Soldat und so. Und deswegen, das wird auch in der englischen Synchronisation verwendet, von Barrett. Und das funktioniert etwas besser, weil auf der deutschen Synchronisation, glaube ich, gibt es diese Referenz, glaube ich, gar nicht. Das heißt, schauen wir mal, ob das später noch vorkommt. Schauen wir mal kurz, da geht es hin.
Ja, also der Stab vorher war schon. Ja, wie der durch die Luft fliegt. Komm her. Hab alles im Blick. Ich geb nicht mehr. Er muss weg. Ich bin bereit. Konzentration hört's bald. Und sehr zu mir. Du entkommst nicht. Genug jetzt. Ey, au. Stunt. Da müsste er mal so dran glauben. Tschüss. Also man sieht schon, Kämpfe sind nicht hundertprozentig einfach immer. Da ist er. Mein Einsatz. Angefahren. Tschüss. Also man muss sich schon ein bisschen mit dem Kampfsystem auseinandersetzen, damit man da ordentliche Ergebnisse rausbekommt. Da ist nichts, ne? Schade. Ja, das ist auch etwas, was ich sehr gut finde am Remake, dass man sich früher schon für die Kämpfe interessieren muss, wie sie funktionieren, damit man nicht später dann irgendwie... Da ist eine Kiste. Damit man nicht später dann irgendwie vor einer Wand steht und nicht weiß, was man machen soll jetzt. Sondern man bekommt sehr langsam die ganzen Werkzeuge in die Hand gegeben. Man bekommt fast immer Kämpfe, die sie nur mit bestimmten Werkzeugen zu lösen sind. Somit vergisst man schwerer, dass es bestimmte Werkzeuge gibt. Kein Durchkommen! Er gibt sich auf der Erde! Nicht! Wird's bald! Nicht! Feuer frei! Das war's dann. Und tschüss. Yes. Weiter geht's. Okay, das ist ganz gut. Läuft ganz gut besetzt. Kämpfe. Jetzt nochmal heilen. Wir haben noch genug Mana dafür. Wir sollten nicht zu viel Mana verbrauchen, weil wir brauchen das Mana auch teilweise immer für Feuer. Wir haben noch Äther, das heißt, wir kommen schon durch, aber sollte auch vielleicht etwas mehr Tränke verwenden und nicht nur Vita. Ah, die Szene kennen wir schon aus dem Trailer von vor 6 Jahren oder so. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Speedrun wird noch etwas dauern. Der Plan ist zuerst mal, ich spiele es am Stream normal durch, schau mir alles an. Oh Gott, das ist... Ah, shit. Die Grenadiere muss man natürlich ausschalten, weil sonst... Weil die machen mit den Granaten zu viel Schaden, nämlich. So, der muss weg. Ich bin bereit. Ja, Gongaga Kommandeur. Los geht's. Ja, komm du, komm. Yes! keine Ahnung, ich weiß nur, dass Gongaga natürlich die Stadt ist, aus der Zack kommt. Und ich habe so ein Gefühl, dass aus Gongaga sehr gute Kämpfer kommen. Also dass das so ein Dorf am Land oder in dem Fall auf einem anderen Kontinent ist,
etwas abgeschieden und da kommen super tolle Kämpfer her. Und deswegen ist es ein Gundara Kommandeur. Yes, yes. Okay, ja. Yeah. Ich finde hier, dass die Tutut Hype Train in voller Fahrt. Wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Das Geräusch ist genauso wie im Original. Der rollt doch genauso rein. Cool. Ja, super. Na, da bist du ja endlich. Hä? Wolltest dich wohl vor der Arbeit und was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Okay. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ja, also die Unterhaltung ist natürlich auch komplett neu. Das ist eh klar. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Die Guardians gab es natürlich vorher noch nicht. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Wow. Wow, die Lichteffekte. Wow. 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 Ah, okay. 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 Alles okay. Sorry. Ich muss gerade ein bisschen nerden. Oh Gott. Also ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich will nach Hause, dass ich schon sehr lange auf das ganze Zeug gewartet habe und dass es dementsprechend auch mich emotional etwas mitnimmt. Oh Gott! Wow! Abgesehen davon, dass im Panzerschwert, also im Buster Sword, die Materials drin sind. Oh Gott! Ja, ja, okay, wir müssen weitergehen. Ich wäre jetzt echt gerne allein. Aus dem Weg. Ich bin Terrorist. Darf ich mal was fragen? Meine jüngste Tochter lebt doch in Sektor A. Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldat. Kannst du mich bitte einfach in Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Okay. Ob man die Schuldigen wohl schon ja, niemand interessiert, dass ich mit einem 2 Meter Schwert auf meinem Rücken herumlaufe. Wisst ihr noch auswendig, ob im Originalteil, im ersten PS1 Release, ob die Organisation auch Soldat heißt und nicht Soldier auf Deutsch? Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Das ist alles nur ein Traum, oder? Das Chaos wird sich auf Sektor 7 auswirken. Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Du hast diese unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja. Alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Ich dachte, Jessie ist ein richtiger Nerd. Sie ist ein richtiger Nerd. Vielleicht werden die anderen Reaktoren auch noch angegriffen.
Wirklich cool. Jess ist wirklich cool. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stuss. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Mhm. Obst. Der tickt mal aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wow. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Ich weiß. Lassen wir uns durch sowas nicht. Darf ich, Herr Lehrer? Darf ich? Was passiert? Wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und okay. Wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Okay. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Die Szene ist wirklich, wirklich sehr ähnlich wie im Original. Nur, dass es dort im Original nur ein Shinra-Angestellter ist und hier sind es drei. Aber sonst ist es wirklich quasi gleich. Was? Ist cool. Ich habe nichts gehört. Kann ich mit dir reden auch, oder? Hallo? Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Ja, ja. Anfänger, ich kann das viel besser als der. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon, aber ist halt so Tradition. Ja, in dem Fall bekommt der Shinra-Angestellte keinen auf den Kopf. Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, okay. Das ist ein Gittermodell unserer Markestadt Midgard. Es ist so geil. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Makro-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung, wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Schließlich habe ich sie gefälscht. Ich sag ja Nerd. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. So cool. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Okay. Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorher bestimmt. Wie hält das Schwert auf Clouds Rücken ein Elektromagnet vielleicht?